Also ein Preis produzieren wir seit etwas mehr als für einem Jahr grünen Wasserstoff. Das Besondere an dem Projekt ist, dass wir ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen einsetzen und so entsteht grüner Wasserstoff, ein CO2-freier Energieträger. In Tirol ist es das erste Projekt, wo grüner Wasserstoff erzeugt wird. Hoffentlich werden bald andere Projekte folgen und somit haben wir auch einen Vorbildcharakter, auf den wir auch sehr stolz sind. Ja, Wasserstoff ist ein sehr universell einsetzbarer Energieträger. Zum einen verwenden wir ihn, um die LKWs, mit denen wir unsere Märkte beliefern, zu bedanken. Hier haben wir den ersten LKW nur im Probeeinsatz. Aber er kann auch in der Bäckerei eingesetzt werden, um dort Erdgas zu verdrängen und so klimaneutral einen Teil unserer Bäckerei zu beheizen. Wasserstoff ist sicher ein Teil der Lösung, da er sehr, sehr flexibel eingesetzt werden kann. Man kann ihn zum Beispiel speichern, so wie bei uns in Tanks für mehrere Stunden oder einige Tage. Oder im Untergrund in großen Bohrenspeichern für eine Saison. Und das ist eine Eigenschaft, die erneuerbarer Strom nicht aufweist und daher ist ein ganz wichtiges Element für die Energiewende.